Um auf dem iPhone besser zu arbeiten, ist es sehr praktisch, wenn man unter Allgemein, Tastatur und Kurzbefehle neue Befehle hinzufügt. Das können ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel eine Stadt, wir haben jetzt hier einen Kurzbefehl drinne und gehen wir davon aus, wir schreiben eine Notiz zum Beispiel, dann können wir ganz schnell schreiben, ich habe immer hey ho, heute fahre ich von München nach Stuttgart Hauptbahnhof. Und schon haben wir ziemlich schnell einen Text fertig. Es gibt ja bei iOS leider keine Swipe-Tastatur oder, es war zwar schon in ein paar Betas drinne, eine Tastatur mit Vorschlägen obendrauf, aber dies hat sich leider nie durchgesetzt. Ich schätze wahrscheinlich, es liegt an der Displaygröße. Vielleicht sehen wir dort mehr in iOS 8 und bei einem größeren iPhone. Dennoch ist es natürlich sehr blöd, wenn man so etwas nicht hat. Viele benutzen wahrscheinlich die Autokorrektur. Mir gefällt sie auf Deutsch gar nicht. Ich finde, sie lernt einfach viel zu langsam und bei manchen Menschen ersetzt sie zum Beispiel Natur mit Nazi und so etwas ist natürlich ziemlich blöd. Hier können wir zum Beispiel auch Wörter wie irgendwie so abkürzen und haben dann das schneller das Wort. Oder ich habe Facebook, YouTube oder auch irgendwelche Serien drinne. Und ziemlich schnell haben wir hier einen gesamten Text. Und bei Dingen, die wir natürlich öfters schreiben und öfters verwenden, ist dies wahrscheinlich eine ziemlich praktische Lösung und meiner Meinung nach ein Geheimtipp. Und ich hoffe natürlich, das bringt euch was. Überlegt euch gute Sachen. Ihr dürft natürlich da nicht vergessen, wie ihr es genannt habt, sonst ist es natürlich wertlos. Aber in dem Fall einfach immer schön die Tabletten nehmen.